Ja, hallo Leute, ich mache hier gerade den Weidenfeller. Moment. Ja! Ja! Weil ich meinen Garten so ein bisschen osterfest mache. Da drüben, komm mal mit. Hier pflanze ich später noch eine Kampel. Eine Primel. Oh nee, was ist das denn hier? Guck mal da. Ja! Ein Regendurm. Der sitzt bei uns normal auf der Ersatzbank. Ja, hier kommt erstmal noch ein schönes Blumenbeet hin, damit sich im Sommer in meinem Garten auch die Hummels so richtig wohlfühlen. Ja. Apropos, da fällt mir ein, Kati Fischer ist bei Let's Dance schon ausgeschieden. Und ich habe gestern erstmal den Lambi angerufen und habe gesagt, sag mal, bist du wahnsinnig? Du kannst doch die Kati Fischer nicht rausschmeißen. Jetzt steht die beim BVB wieder die ganze Woche am Zaun und schmeißt sie vor die Paparazzis. Ja. Nein, aber die Kati ist eine ganze Liebe. Ich mache sie wirklich gerne leiden. Ah. Der Mats hat nur einen Fehler gemacht. Er hätte sie bei Nutopia anmelden müssen, dann wäre sie ganzes Jahr weg gewesen. Ja, Bundesliga war nicht so doll. 0:0 gegen den 1. FC Köln. Moment mal, gerade Telefon. Andrea Pirlo von Juve, die finden den Weg ins Stadion wieder nicht. Ciao, ciao, Bambina. Na, ciao. Am Brenner wieder falsch abgebogen? Non siamo oggi in albergo a Erne West, Kloppo. Ah, ihr schlaft auf Schalke. Ja, das machen die auch jeden Samstag da. Voglio fare domanda per finire la mia carriera a Dortmund come Ramos, Mkhitaryan e Immobile. Ah, du meinst 50% Leistung bei doppelter Bezahlung. Da hat der Michael Zorc einiges von dem Portfolio an Verträgen. Ich schau mal, was ich machen kann. Ja? Ciao, Bello. Ah, die Bayern gewinnen auch wieder 4:0 gegen Werder Bremen. Und der Trainer von Bremen, Viktor Skripnik, hat gesagt, er wäre stolz und glücklich, dass es nur 0:4 ausgegangen ist. Das ist ungefähr so, als wenn du beim Schwertkampf einen Arm verlierst und froh bist, dass du mit dem anderen noch Abschied winken kannst. Apropos Abschied, lieber Hüb. Komm gut zurück nach Holland. Ja, oh, Telefon schon wieder, Sekunde mal eben. Der Pirlo, ey. Wenn die Italiener ihr Handy nicht benutzen dürfen, dann sind die auch nicht zufrieden. Moment mal gerade. Sie, hier, come stai, prego? Dobbiamo portare 11 giocatori o vinciamo con 6. Pass mal auf, du Mittelfeld-Methusalem. Du siehst auf dem Kopf, siehst du schon aus wie Jürgen Drews. Indosso almeno curato italiano barba. Sembri una bionda Conchita Wurst. Da fällt er wieder hin, der Italiener. Und das, obwohl ich ihn gar nicht getroffen habe. Also, wir gewinnen 3:1. Hörst du? Arrivederci. Yeah! Dann ziehen wir mit dem BVB in die nächste Runde ein. Moment mal gerade. Reinhard! Hey! Oh, mein Raubaldackel büchst gerade wieder aus. Also, wir sehen uns. Reinhard, jetzt kommst du hin? Si, si, ciao, ciao. Andiamo, Fritti, Scampi e Chianti. Ich bin Andrea Pirlo. Ich war Andrea Pirlo. Ich bin Matze Knob mit Bart. Und es kribbelt und kratzt. Ich könnte es... Schreibt in die Kommentare, was glaubt ihr, wie geht das Spiel aus zwischen Borussia Dortmund und Juventus Turin? Wer kommt weiter? Wenn euch der Clip gefallen hat, dann seht doch einfach hier oben den letzten Jürgen Klopp mit Andrea Pirlo oder hier den Clip aus der letzten Woche. Pep Guardiola und seine Bayern. Wir sehen uns und nicht vergessen, Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Ciao, ciao, andiamo. Ich gehe telefonieren und dann mache die Barta. Matze Knobs neue Tournee Diagnose Dicke Hose mit dem Kultkaiser, Kultknopf und vielen mehr. Tickets, Tourdaten und alle Infos auf matzeknob.de.